Wir fahren aus dem Gebiet, das da zu Auschwitz unmittelbar gehört und zu dem Zisterzienserkloster in Aschbrunn. Der erste Ort, wohin wir mit dem Bus fahren, heißt Nuslau, Nossislau auf Tschechisch. Und dort planen wir einen kurzen Spaziergang entlang des Flusses. Im Jahr 1529 gründete der Täufermissionar Philipp Plehner, auch Blauärmel genannt, mit Zustimmung der Zisterzienseräbtissin Johanna von Boskowitz die erste täuferische Siedlung in der überwiegend lutherischen Stadt Auschwitz, heute Hustopetsche nahe Brünn in Südmähren. Zu dieser Zeit gab es in Mähren bereits eine Reihe von Täufergemeinden, von denen die wichtigsten die Gemeinden in Nikolsburg, Rossitz und Austerlitz waren. Bereits wenige Jahre zuvor war die Gemeinde von Nikolsburg von dem aus Bayern stammenden Balthasar Hubmaier gegründet worden. Auschwitz war für diesen Abschnitt der Gedenkreise zur Täufergeschichte der Ausgangspunkt, weitere Orte zu erkunden, die in der wechselhaften Geschichte der Hutterer in Mähren eine besondere Rolle gespielt haben. It's a very old fortified church dating back to the 13th century. Wir befinden uns hier in Nuslau, heute Nossislav, einem Ort nahe Brünn, damals gemischt deutsch- und tschechischsprachig und vorwiegend lutherisch. Während der ganzen Zeit der Rekatholisierung blieb es Zentrum des Geheimprotestantismus, teils lutherischer, teils helvetischer Konfession. Das Haushaben der Täufer wurde hier 1583, also gegen Ende der Blütezeit der Bewegung, gegründet und stand in einer komplexen und rivalisierenden Beziehung zur radikal-protestantischen Brüderunität. Die Täufergemeinde konnte sich bis 1621 halten, als der Hof von kaiserlichen Soldaten niedergebrannt wurde. Vorausgegangen war der Aufstand der protestantischen Stände in Böhmen gegen Ferdinand II., den neu gewählten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, deren Heer 1620 in der Schlacht am Weißen Berg von katholischen Verbänden vernichtend geschlagen wurde. Damit endete auch die mährische Religionsfreiheit und die Mitglieder der Täufergemeinden waren gezwungen, das Land zu verlassen. In den folgenden Jahren zogen die Heere des Dreißigjährigen Krieges quer durch Europa und vernichteten damit auch die letzte religiöse Toleranz, die vorher noch existiert hatte. Von den einzigen Täufersiedlungen sind heute nur noch wenige Gebäudereste erhalten. Ja, durch die Gedenkfahrt der Täuferbewegung wurde mir wieder sehr bewusst, wie sehr die Spannung besteht zwischen den Glaubensgemeinschaften und der politischen Situation. Weil natürlich die Glaubensgemeinschaften sich in einem konkreten Land mit einer konkreten Regierung bewegen und je nachdem, welche Interessen diese Regierung hat, hat es dann entscheidende Konsequenzen auch für die Glaubensgemeinschaften und dann in dem Zusammenhang auch auf die Glaubensgemeinschaften untereinander. Wenn die eine eher zur herrschenden Regierung hält und die andere Bedenken hat, wird es dann zu Spannungen zwischen ihnen führen. Zum anderen ist mir in dieser Gedenkfahrt untereinander sehr bewusst geworden, wie sehr ein Problem der Konfessionalismus ist. Die Reform in der Reformation und davor schon durch die Waldenser, die hat ja nichts anderes wollen als eine unglaubwürdig gewordene Kirche, die Kirche Jesu Christi, zu reformieren.
Und das Fatale ist, dass daraus dann einander abgegrenzte und gegeneinander stehende Glaubensgemeinschaften geworden sind. Und dann wird zum Beispiel von den Evangelischen geredet und von den Katholiken. Obwohl die konkrete Situation unter den Katholiken heute auch die ist, dass es unterschiedlichste Positionen gibt, unterschiedlichste Richtungen. Also es ist nicht so, hier die Evangelen und dort die Katholen. Insofern gilt es, diesen persönlichen Glaubenszugang in den Blick zu nehmen und zu respektieren und zu achten. Und darin dann auch in der Unterschiedlichkeit Bereicherung zu empfinden. Das von einem Mitbruder gegen mich gerichtet. Ich erinnere mich immer an eine Stellungnahme des Weltkirchenrates, wo die Frage gestellt uns empfohlen wurde, frag doch danach, was der Christenheit fehlen würde, wenn es diese Bewegung, diese kirchliche Gemeinschaft nicht gäbe. Also was bringt die jeweilige Gemeinschaft in das Ganze der Christenheit ein? Und wenn das so ist, dann entwickeln wir uns mehr zu einer Einheit in der Unterschiedlichkeit. Wobei diese Unterschiedlichkeit nicht gegeneinander ist und uns trennt, sondern uns nachdenklich werden lässt, was unsere eigene Position angeht oder auch Bereicherung bedeutet durch die Verschiedenheit und Vielfalt. Hier ist der Hutterian Cemetery. Also hier sind wir an einer Stelle, wo der hutterische Friedhof war. Mhm. Yeah. And, they established, the Hutterian established here the Bruderhof in 1565, and the Bruderhof were the most biggest maybe in South Moravia. Das Haushaben in Pribitz wurde 1565 gegründet, also zu Beginn der Zeit der größten Blüte des Täufertums, in den Chroniken die Goldene Zeit genannt. Das Pribitzer Haushaben war das größte mährische Zentrum des Luxushandwerks. Am bekanntesten waren die Uhrmacher, die in Feldberg, Brünn und Kremsier neue Turmuhren herstellten. Weiterhin gab es eine luxuriöse Messerwerkstatt, Steinmetzgewerbe, Heizungsanlagen und Kunstschmiede hatten sich hier angesiedelt. Auch eine Brauerei und eine große Schule werden erwähnt, sowie ein ständiger Arzt. Zwar sind die Gebäude nicht erhalten, wohl aber der Friedhof. Eine Fundgrube für Archäologen. I think the cemetery is quite big and I think maybe 10, 15 years making here the research. Damit, dass sie so 10 bis 15 Jahre noch weiter forschen. Was sie halt retten können, das bringen sie dann ins Institut und in Spezialgebieten ins Labor, wo sie dann die Knochen und alles untersuchen. Es ist Ihre Aufgabe und Ihr Ziel, das alles zu dokumentieren, so gut es geht, und halt zu untersuchen. Aber Sie haben nicht das Ziel, das zu erhalten für ein Museum oder sonst irgendwie. This is first time we can make some analysis from skeleton of Hutterite. Für die Anthropologen ist es hier natürlich sehr, sehr interessant, weil sie dann Skelette von Hutteren haben. Und das ist einer der ganz wenigen Orte, wo sie echte Skelette von den Hutteren haben, weil die meisten Friedhöfe sind vergessen und wir wissen nicht mehr, wo sie sind. We can say how the groups was that they mixed with this population or not? Mm-hmm. Maybe not. Maybe not. We will see. Okay. Sie wollen die natürlich die Skelette so gut als möglich untersuchen und sie haben das Geld bekommen, dass sie DNA-Analysen machen. Die große Frage ist, hat sich die Bevölkerung der Hutterer vermischt mit den anderen? Ist es jetzt reine hutterisches Gräberfeld? Und alle diese Fragen
versuchen Sie zu beantworten aus anthropologischer Sicht? Ja, this is 400 years. Also dieses Skelett, so das ist aus der Hutterzeit. Ja, yeah, 400 yeah, Jahre alt. Das ist auch heiliger Grund und für uns, unsere Friedhöfe sind eine Verbindung zur Ewigkeit. Mhm. Und das sind besondere Plätze. Und ich bin froh, dass wir hier sein dürfen. Dass wir eigentlich, wo die Vorfahren vieler unserer Geschwister, auch sogar in unserer Familie jetzt, begraben sein können. So, Professor, thank you. Danke für. Thank you for explaining, and all the best and blessing for your work. Unter den jüngsten täuferischen Siedlungen in Mähren ist Czermakowitz der einzige Ort, an dem der täuferische Hof vollständig erhalten geblieben ist. Die Bilder von der Führung sehen wir hier und im Folgenden. Ganz anders aber in Prievidz. Im Jahr 1608 kam es bereits zu Plünderungen und im September 1619 flohen die Bewohner des Hofes vor der kaiserlichen Armee. 22 Wagen, beladen mit kleinen Kindern sowie Alten und Kranken, gerieten bei Telnitz in einen Hinterhalt, wo sie ihr Eigentum verloren und viele Brüder ihr Leben ließen. Im Juli 1620 wurde Prievidz von der kaiserlichen Armee angegriffen, die hauptsächlich aus Polen bestand. Die Soldaten folterten einige Einwohner auf unmenschliche Weise, damit sie ihre Geldvorräte preisgaben, nahmen ihnen beim Abzug alle Pferde und Rinder weg und nahmen auch Lebensmittelvorräte mit. Die Chronik führt eine namentliche Liste von 72 Personen an, die auf verschiedene Weise um ihr Leben gebracht oder gefangen genommen wurden. Das ist ja auch noch euren Datums da. Ja, das da. Und schaut da vielleicht.